Hallo Leute, willkommen bei Medieval Dynasty. Dies ist Teil 33. Wir haben noch Herbst und heute muss ich es schaffen mit dem Falken und der Taube. Ich guck noch mal hier auf der Karte. Also Tauben gibt es ja auch in Gostovia und ich könnte ja auch hier rumgehen und den Typen da oben auch einfach umgehen. Denn Falkenplätze gibt es auch hier und dort. Und unterwegs. Nee, das sind andere. Ja, weil dann hätte ich zwei Chancen für Tauben. Sonst... Oh, hier gibt's... Nee, das ist ein anderer, andersrum. Also hier sind zwei Falkenplätze und Taube. Das macht dann wohl mehr Sinn, wenn ich einfach durch Gostovia gehe, da hoch und dann im Umkreis von Baranica versuche, Falke und Taube zu fangen, wenn ich in Gostovia keine gefunden habe. So. Holzspeer ist parat. Tschüss, Leute, ich muss heute früh los. Ich esse nochmal eine Kohlsuppe und gut ist. So. Dann würde ich höchstens auf dem Rückweg bei dem... Jetzt muss ich ja mal gucken, wie er heißt. Das ist hier... Sambor. Beim Sambor vorbeigehen. Kann ich auch oben rumgehen? Ja. Ach, das lasse ich jetzt erstmal liegen. Denn sonst muss ich wieder Stöcke sammeln und dann verzögert sich wieder alles. Der kurze Tag wird dann schnell zum Nachmittag. Oh, was ist das? Ein anderes Tier. Das sollen Seeadler gewesen sein. Naja, aber es steht da, dass hier in der Nähe Seeadler spawnen. Und die brauche ich ja nicht jagen. Weil ich da schon einen gejagt habe. Oh, und jetzt kriege ich hier wieder die Meldung, dass da irgendwas fehlt. Tja, Pech. Weil wenn ich jetzt zurückgehe und das kläre, verliere ich wahrscheinlich zu viel Zeit. Hier in Gostovia ist natürlich die Schwierigkeit, dass ich womöglich irgendwas anderes treffe. Da ist eine Taube. Na, super, super. So. Das ging einfach. Dankeschön, liebe Taube. So. Arme Taube. Okay. Es geht also noch. Dann renne ich jetzt mal nach... nach Branica. Um möglichst viel Zeit für den Falken zu haben. Den ich dort an zwei Stellen jagen kann. Und morgen im Winter kümmere ich mich dann um...
Was ist hier? Da ist ja auch ein Vogel gewesen. Es ist aber ein ganz anderer. Eine Krähe. Habe ich schon. Sollte ich mich jetzt nicht ablenken lassen. Ja, also im Winter, dann sammle ich schön Steine und baue ein Haus. Vielleicht am besten bei der Scheune. Und da darf dann das Paar mit dem Farmarbeiter hinziehen. Ich nehme mal an, dass die ein Paar werden. Und dann haben wir das andere Haus frei. Da könnte ich jetzt auch, wenn ich in Branitzer bin, einfach mal ein bisschen rumfragen, ob ich jemanden finde, der gut geeignet ist für handwerkliche Tätigkeiten. Also für Holzhacken und so. Jetzt hier eher langsam machen. Wobei die, glaube ich, immer beim Jahreszeitenwechsel auch den Standort wechseln. Also das heißt, den finde ich dann vielleicht gar nicht mehr wieder. Aber man kann es ja versuchen. Jetzt sollte ich natürlich niemanden einladen, weil ich ja noch kein Haus habe. Da läuft irgendwas rum. Es könnte ein relativ großer Vogel sein. Da ist was geflogen. Ah, und das, was da rumgelaufen ist, ist da jetzt nicht mehr. Doch, da ist was. Moment. Oh, wow. Ich hab's geschafft. Ach, der Arme. So. Das ging jetzt aber relativ einfach. Ich finde es gruselig, wie die da noch nachzappeln. So. Gut. Aber dann bin ich ja froh, wie gut das hier geklappt hat. Auch wenn ich die Aufgabe an sich irgendwie eher traurig fand. So. Da steht sie immer noch so an die Wand gedrückt. Ja, machen wir hier mal ein Erinnerungsbild von der an die Wand gedrückten Dame. So, wie geht es mit der Jagd voran? Ich tue mein Bestes. Vögel können wirklich trickreich sein. Das denke ich mir. Ich freue mich aber auf jeden Fall schon darauf, wenn es soweit ist. Dann mache ich mich besser gleich wieder an die Arbeit. Habe ich irgendwelche Federn abgelegt? Im Aufräumwahn? Oh toll. Geht's noch? Da muss ich jetzt aber schnell rennen. Ich habe... Ja, das kann schon sein, dass ich... Nein, ich jage jetzt nicht noch mehr Tiere. Ich renne nach Hause und hole die Federn. Dann werde ich natürlich stinken wie Hölle und zu spät kommen. Es ist so gut gelaufen. Ich hoffe ja, dass ich die abgelegt habe. Nicht, dass ich vielleicht einfach zu wenig Federn eingesammelt habe. Sonst müsste ich hier noch weiter jagen. Ja, ich meine... Ja, hätte ich ein bisschen stutzig werden müssen, als da stand, abliefern an Nicola Feder 0 von 60 und in Klammer 38.
Es hat halt so schön als erledigt gezählt, wenn ich die jeweilige Vogelart gejagt habe. Ja, da habe ich irgendwie nicht konsequent weitergedacht, dass ich dann ja irgendwas Handfestes abliefern muss. Ich habe mich schon gefragt, was soll ich ihr dann später abliefern? Ob sie vielleicht einfach weiß, dass ich erfolgreich gejagt habe. Nun ja, jetzt weiß ich's. Und auch diesmal habe ich dann nicht die Zeit, mich hier um dieses fehlende Dings bei der Produktion zu kümmern. Hier liegt dann halt heute mal lahm. So, da. Immerhin, wir haben Feder. Und tschüss, Leute. Ich renne wieder zurück. Ich meine, was auch immer an Produktion, wir haben genug Holz, das ist ja eigentlich das Wichtigste. Ob nun ein paar Löffel mehr oder weniger produziert werden, juckt eigentlich gar nicht. Da fällt mir ein, die wollte ich ja dann auch verkaufen, wenn ich schon in Branitza bin. Ja, Jagd. Und wäre natürlich schade, wenn da ein Tag Ausfall ist. Aber der jagt auch fleißig und erfolgreich. Vielleicht sollte ich dann da hinten mal durchs Wasser latschen. Von wegen stinken. Bei der vielen Rennerei kriege ich bestimmt gleich einen Hinweis, dass ich fürchterlich stinke. Aber hier ist vielleicht nicht tief genug zum Sauberwerden. Ein Rotauge habe ich entdeckt. Ah ja, da fällt mir ein, wir könnten ja eine Fischerhütte bauen. Habt ihr ein Glück, dass ich schon alles gejagt habe? Ich hoffe, sie hat danach nicht noch eine Jagdaufgabe. Die würde ich dann ablehnen, wenn möglich. Immerhin habe ich es noch bei Tageslicht geschafft. Da steht sie. Na, die könnt ihr auch mal selber jagen. So. Ich habe alle Federn für dich, die das Tal zu bieten hat. Ja, das stimmt natürlich auch nicht, aber viele Federsorten. Großartig. Gib mir bis morgen, um sie mir genau anzusehen und herauszufinden, welche am besten für die Pfeile geeignet sind. Dann bis morgen. Ernsthaft. Immerhin habe ich 150 Reputation dazu gewonnen. Das ist gut. Nun ja, schauen wir mal, was der morgige Tag so bringt. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier noch irgendwas an Mann bringen kann. Ist der ein Händler? Kräuterhändler.
Ja, der Norbert, ach der gute alte Norbert, den gab es ja früher auch schon. So, der braucht bestimmt ganz dringend Holzlöffel, jede Menge davon. Ich meine, bringt nicht viel Geld, aber habe ich sonst was Verkaufbares dabei? Nö, eigentlich nicht. Jo, gut, dann mach's gut, mein Lieber. Kaufen brauche ich eigentlich nichts von dem. Dann flitzen wir noch hier hinten rum zum Sambor. Da hole ich dann meine Axt raus. Weil da weiß man nie, wer einen da auflauert. Der übrig gebliebene Falke, der Glück gehabt hat. Weil dann bin ich schon mal meine Karotten los und den Kohl. Und bis er das andere Gemüse kriegt, das dauert halt. Ich finde das sehr, sehr gut, wenn man den Ausdauerverlust beim Rennen ausgeschaltet hat. Das ist so eine der Einstellungen in den Spieleinstellungen. Weil dann kann man hier ordentliche Strecken machen. Sonst ist man ja immer erschöpft und muss Pause machen. So, mal gucken, ob ich da was finde. Okay, nehmen wir das mal mit. Ah, ihr habt mir auch schon geschrieben. Relativ aufgebracht. Was ich alles übersehen hätte. Und ja, ich übersehe leicht mal was bei so einem Wagen. Ich sehe es dann einfach nicht. Und dann lasse ich es natürlich auch liegen. So, dann stecke ich mal hier die weg. Sambor, ich habe Gemüse für dich. Wo finde ich? Sehe ich aus wie ein Richtungsschild? Mach's gut. Wie, ich kann ihm das jetzt nicht abliefern? Will er die nur alle auf einmal, oder wie? Ich aktiviere das mal. Die habe ich schon abgeliefert. Ernsthaft? Anscheinend. Gut, also dann mach's gut. So, jetzt hier noch sicher an den Wölfen vorbeikommen. Aber wenn man hier durchrennt, ist das viel sicherer, als wenn man zwischendrin immer wieder gehen muss. So, ich denke mal, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Könnte ich ja glatt ein paar Steine sammeln oder so. Wenn ich hier welche sehe. Da sind sie jetzt. Zwei Stück. Also ich nehme an, das sind Falken. Sieht so aus wie Krähe. Nee, das sind Krähen. Ja, gut. Krähen gibt es natürlich sowieso mehr als Falken. Ich dachte schon. Naja, auf jeden Fall ahnen die jetzt wo auch, dass sie jetzt vor mir sicher sind.
Aber ich fand dieses Vögeljagen überraschend einfach. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich da so gut treffe. Paar Stöcke kann man auch immer gebrauchen. Wahrscheinlich brauchen die ja auch wieder Hämmer und Messer und so. Da haben wir einen aufgescheucht. Kann er sich freuen, dass er sich mir gestern tapfer widersetzt hat. Ja, Messer und Äxte brauchen die ja immer. Meine Mitarbeiter. Ah ja, es wird langsam zu schwer. Dann gehe ich mal einfach so nach Hause. Und dann kann ich meine Spieße auch wieder zu Hause lassen. Aber mit dem Aufräumen. Also, ja doch, aufräumen. Sachen aus meinem Rucksack in die Truhen räumen. Werde ich künftig wieder zurückhaltender sein, weil ja, es sich nicht unbedingt auszahlt. Da muss man dann schnell zwei oder dreimal rennen, wenn man nicht weiß oder vergisst, dass man irgendwas Bestimmtes irgendwo braucht. Darum habe ich eigentlich meistens gerne einen, ja, relativ guten Bestand in meinem Rucksack, den ich mit rumschleppe. Jo, und für den Winter nehme ich mir mal vor, eben Steinhaus in der Nähe der Scheune bauen und dann Felder anlegen, wo ich dann Zwiebeln und rote Beete anbauen kann im Frühling. Jetzt lege ich mal das zu viel mitgenommene Essen in die Speisekammer. Heute haben wir es ja zeitlich sehr gut geschafft. So. Ich nehme einfach auch mal das Fleisch. So. Hatte ich doch glatt vergessen, dass ich dem das schon abgeliefert habe. Nicht zu fassen. So. Ja, und jetzt könnte ich mal gucken, wem was fehlt. Bügost ist irgendwie rot. Was hat er denn Rotes? Kein Gegenstand. Roggenkorn. Oh, wir müssen Roggenkorn kaufen. Okay, das wollte er sehen und wir haben das gar nicht. Sorry. Und das hätte man wahrscheinlich im Herbst sehen müssen. Mal gucken. Ja. Und wie spät ist es? Kurz vor 6. Gostovia, ich komme. Der Tag des ständigen Hin- und Herrennens. Ich bin schmutzig, ja, das dachte ich mir schon.
Wie viel Roggen wollte ich anbauen? Ja, das überprüfe ich gleich mal. Wahrscheinlich muss ich das dann auch selber pflanzen, aber das ist okay. Mit der Konsequenz muss ich leben. So. Das ist... Ah, die sind nur 4 groß. Das ist ja überschaubar. Was ist das? Gepflügt? Und dies hier ist... Das dürfte das Roggen sein. Okay, also nur 4. Ist ja billig. Das ist dann vor allem auch gut, dass ich das dann in der nächsten Saison kann ich das Saatgut einfach nehmen. Also geht's jetzt wohl mehr um Saatgutproduktion. Oh, wo bist du? Wo bist du? Die sind schon auf dem Nachhauseweg. So, Edwin, du bist doch der mit dem Roggen und so. Ja. Ist natürlich wenig, aber dafür ist es nicht so teuer. Okay, dankeschön. Jetzt renne ich schnell wieder weg. Ja, und wenn die Feierabend machen, machen meine natürlich auch schon Feierabend. Also muss ich den Roggen dann aussehen. Aber wenn der schön das Feld vorbereitet hat... Ah, ich sollte mal einen Schluck Wasser trinken gehen. Ich krieg zwar heute Nacht die optimale Essensauffüllung. So. Aber ich will ja nicht dursten, bis es soweit ist. So, am besten gehe ich gleich hier oben rum. Hoppeli-hopp. So. Also. Nö, das ist hier wohl das Hauptfeld. Dann hole ich mir da eine Hacke raus. Ich hoffe, es gibt eine, ja. Nein, na, jetzt habe ich 2. Macht nichts, lege ich nachher wieder rein. Auf die 5. Ah, wahrscheinlich brauche ich die gar nicht. Ganz konfuselt. So. Das ist gepflügt. Und das. Nochmal gucken. Ich denke mal, es ist hier dieses zweite Feld. Ja. Das habe ich auch als zweites angelegt. Und dies hier hat das Problem, dass es zu dicht am Haus ist, glaube ich. Scheune weit weg, geringe Effektivität. Ja, okay. Gut. Roggen. Gut. Heidenei. Aber es ist noch nicht mal dunkel. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. Trotz all dem Chaos. So, er sitzt hier ganz gemütlich. Ja, der Vorteil von den mehreren Feuerplätzen ist, da kann man sich auch mal irgendwo
alleine irgendwo hinsetzen und entspannen, wenn man will. Der Nachteil ist, dass man halt auch manchmal unfreiwillig alleine sitzt. So. So, das wäre geschafft. Okay. Jo, immerhin, wir haben die Quest oder die Teilquest geschafft. Wir waren beim Sambor, wenn auch überflüssigerweise. Wir haben auf den letzten Drücker noch Roggen gekauft und gesät. Dann können wir ja in den Winter starten. Und ich habe auch schon Steine für das künftige Steinhaus, was ja auch nicht schlecht ist. Das beabsichtige ich dann im Winter zu bauen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!